Leute und willkommen zu einem Convlog. Und es ist echt schon ewig her, dass ich mal eine Convlog gemacht habe, einfach weil ich hier in Japan nicht auf Conventions unterwegs war, einfach weil es hier nicht so viele gibt. Weil es aber auch so ist, dass man, wenn man an bestimmten Orten ist, es einfach schon fast ist, wie als wenn man in Deutschland auf einer Convention wäre. Und ja, jetzt bin ich aber heute auf der Comic-Con unterwegs. Und ich will euch heute gerne so ein bisschen zeigen, was an der Comic-Con, der größten Convention in Japan, beziehungsweise auch in Tokio, anders ist als an Conventions bei uns. Und die ersten zwei Dinge, die bisher mir jetzt schon aufgefallen sind, sind: erstens, es kostet keinen Eintritt. Das heißt, wenn man hier einfach nur herkommt, dann kann man, also muss man eine Weile anstehen, aber man kann einfach kostenlos sozusagen reingehen. Aber wenn man im Cosplay kommt, und dann ist es so, dass man nicht im Cosplay herkommen darf, beziehungsweise es mehr oder weniger so ein bisschen untersagt ist. Und es dafür aber dann hier Räume gibt, wo man sich umziehen kann. Um diese Räume zu benutzen, muss man aber 1000 Yen, also ungefähr so 8 Euro, bezahlen. Aber trotzdem finde ich das eigentlich eine ganz coole Sache. So, das waren die ersten zwei Unterschiede und wir schauen mal, was wir heute noch so finden. Wir sind jetzt hier in der Cosplay Area und zwar ist das Ganze so, dass es für die Cosplayer einen extra Bereich gibt, was es auf dem deutschen Cons auch manchmal gibt, nur nicht so offiziell. Aber hier ist es so, dass wirklich die Cosplayer sich aufreihen und die Leute halt dann teilweise regelrecht anstehen, um Fotos von den Leuten zu machen. Und ja, es ist aber auch einfach mega überfüllt, was Cosplay angeht, aber auch an Leuten, die halt Fotos machen wollen. Und allgemein ist es hier egal, wo man hingeht. Es ist mega voll. Es ist voller als auf jeder deutschen Con, auf der ich bisher war. Und warum ist die Musik so laut? Wir haben uns jetzt mal aus der Cosplay Area wieder ein bisschen rausgewagt und es ist einfach krass, wie extrem überfüllt es dort ist. Und es ist ganz anders als in Deutschland, weil, wie gesagt, die Leute sich wirklich anstellen, um Leute zu fotografieren. Aber es dann auch so ist, dass die meisten nicht wirklich irgendwie eine Fotografenseite oder sowas haben oder auch nicht wirklich eine Cosplay-Seite. Und es ist irgendwie ein ganz anderes Feeling als in Deutschland, weil es viel, ja, viel ungebundener ist, sage ich mal. Es wird ein Foto gemacht und ja. Übrigens gibt es extra Wasser nur im Limited Edition Comic Kit Design. Aber mega überteuert. 200 Yen. Und ich begebe mich dann jetzt doch noch mal kurz auf den Weg in die Halle. Es ist jetzt schon fast 1:30 oder so. Und das Ganze hat, glaube ich, nur bis um 6 offen oder so. Ich muss aber bis um 4 meine Tasche geholt haben. Und bis um 5 muss ich mich wieder umgezogen haben. Deswegen schaue ich mal, wie viel ich in den Hallen jetzt noch so zu sehen bekomme. Ach ja, und ich konnte übrigens selbst nicht so viele coole Bilder bzw. auch Videos von irgendwelchen Cosplayern machen. Einfach weil es mir zu anstrengend war, mich da draußen auch anzustellen, um Fotos zu machen. Weil ich, wie gesagt, da drin noch ein bisschen was sehen will. Nächste Sache, die bei der Comic-Con komplett anders ist als auf deutschen Conventions. Jeder Tag hat eine Art anderes Thema. Das heißt, ein Tag ist irgendwie für die Publisher, ein Tag ist für Doujins, also die Fansachen sozusagen von eigenen Künstlern. Und ja, scheinbar haben wir uns irgendwie den Tag ausgesucht, wo halt nur die ganzen Doujins da sind, das heißt die ganzen fangemachten Sachen. Und irgendwie ist es schon ganz interessant und cool. Aber jetzt nicht so, was mich direkt reizt, muss ich jetzt unbedingt mal sagen. Aber alles, was ihr hinter mir seht, sind sozusagen Doujins. Das ist mega krass. Wirklich alles. Hier ist nicht ein Stand, der nicht von irgendwie jemandem selbst, also von eigenen Künstlern sozusagen ist. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt vielleicht doch noch mal ein paar andere Cosplayer vor die Linse bekomme. Das Ding ist, ich habe bisher fast noch gar nichts so Richtung One Piece gesehen. Ich habe einmal 3 Leute gesehen, die waren aber gerade noch mit ihrem Gepäck unterwegs, deswegen wollte ich die halt auch nicht nerven. Aber ansonsten, was mega viel vertreten ist, ist Love Life.
nicht so mein Fall, aber ist echt extrem. Und ansonsten sehr gemischt, auch vieles, was ich nicht kenne. Bisschen krass, ne? Das ist jetzt ungefähr gegen 3 nachmittags oder so. Ich habe bisher immer noch nichts zu essen gefunden, beziehungsweise geholt eher. Also ich war vormittags noch mit Grace zusammen unterwegs, die ist jetzt mittlerweile aber auch schon wieder abgehauen. Und ja, draußen gibt es halt so ein paar Imbisse, aber die sehen nicht so mega lecker aus. Und hier unten gibt es noch ein paar Restaurants, aber sich allein ins Restaurant zu setzen, ist halt auch so ein bisschen... Und ja, ich bin jetzt einfach noch ein bisschen in der Cosplay-Area rumgelaufen, habe selbst doch noch versucht, wenigstens ein paar Aufnahmen zu machen. Ich hoffe, es ist was Gutes bei rausgekommen. Ich wurde selbst auch noch echt viel fotografiert und gefragt, so, hey, hier, klar, können wir ein Foto machen und hier noch ein paar mehr, bla bla. Und dann war auch so eine kleine Evangelion-Gruppe mehr oder weniger unterwegs, sage ich mal. Es waren 3 Leute, die halt jetzt nicht wen von den Hauptcharakteren gemacht hatten, aber halt auch Shinjis Vater und so. Und ich hoffe, dass ich irgendwie dieses Bild, was wir zusammen gemacht haben, bekommen kann. Sie haben mir ihre Twitter-Namen gegeben. Ist sowieso was ganz Lustiges. In Japan ist so Facebook oder Instagram nicht so. Es wird immer alles über Twitter gemacht. Das heißt, du wirst immer gefragt, so, ah, von wegen, hast du Twitter? Wie ist dein Twitter-Name? Ich denke immer nur so, hey, ich schreibe auf Twitter komplett auf Deutsch. Das versteht ihr eh nicht. Aber ja, trotzdem werde ich halt immer gefragt. Und das Lustigste, sowieso bei dieser Nerd-Gruppe war, dass sie dann so, als ich meinte, so, ah ja, Twitter schreibe ich halt nur in Deutsch, und meinten sie so, ah, du bist wirklich Deutscher, wie gut ist das denn? Und bla bla bla. Und ich dachte mir so, ja, das Cosplay ist halt schon fast wie perfekt. Aber ja, ich werde jetzt dann doch mal gucken, dass ich meine Sachen wiederhole, mich umziehen gehe und dann irgendwo anders was essen werde, denn. Ja, es ist einfach auch echt extrem voll hier und es gibt jetzt auch nichts groß, was ich mir da noch angucken wollen würde. Und ja, mal sehen, ob ich heute noch weiter vlogge oder nicht. Ich bin mir gerade noch gar nicht sicher. Falls nicht, sage ich schon mal tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. But why is the rum always gone? Where's my rum?